Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8 Deluxe. In der letzten Folge haben wir den 150er Hubraum abgeschlossen und heute wollen wir einfach mal ein paar Online-Rennen machen, oder? Was haltet ihr davon? In der nächsten Folge geht's dann natürlich. In der nächsten Folge werden wir natürlich mit dem gespiegelten Modus loslegen. Heute allerdings hier erstmal mit einem falschen Dings schon direkt, natürlich, ne? Mit einem falschen Account. Also beziehungsweise das ist unser Let's Player Account. Allerdings habe ich damit kein Nintendo Account. So. Wir spielen natürlich einfach mal global und zwar Rennen. Schlacht kann ich absolut nicht. So, wir fahren heute einfach mal mit. Ja, wen hatten wir denn auch noch nie? Ich würde einfach mal sagen, wir fangen jetzt mal vorne wieder an, oder? Ah ne, warte, ich kann euch jetzt Bowser Jr. zeigen. Weil bei dem habe ich nämlich schon alles freigeschaltet, nämlich das hier. Und was war das für eine Kombination? Waren das die hier oder die? Ich glaube die. Und der Bowser Gleiter. So, so sieht das Ganze aus. Es ist sehr billig. Okay, und wir fahren heute einfach mal. Ja, eigentlich ist es mir egal. Wir nehmen zufällig. Dass so früh morgens schon so welche wach sind. Wir haben gerade erstmal genau 8 Uhr, ja. Und die Folge, die kommt um 12. 12 oder 11? Nee, um 12 Uhr kommt die Folge. Was wollt ihr alle, den Babypark? Na gut, kann ich verstehen. In dieser Strecke bin ich wirklich gut mit diesem Auto. Und? Okay. Alles klar. Haben wir einen Deutschen dabei? Nein. Natürlich. Japaner, Mexikaner, Chile haben wir da auch. Okay, es geht schon los. Okay. Die Strecke sind wir ja vor kurzem erst gefahren. Super Großstadtfieber. So, ich bin schon Erster im Online-Rennen, das verwundert mich doch sehr. Aber ich habe ja gesagt, ja, in Online-Rennen, da bin ich meistens besser. Weil das andere, die können einfach nichts, die anderen. Ich meine, guck doch mal, wie weg die sind, wie weit weg die sind. Normalerweise sagt man immer selbst, die Deutschen können nichts. Sagen die Deutschen selbst, ja? Also, nee, die können ja schon was. Nee, ich meine, die sind irgendwie immer schlechter in irgendwas, keine Ahnung. Sieht man ja, ne? In der WM, da haben wir das letzte Mal gewonnen, oder? Nein, 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 nein. Haben wir eigentlich 2014 gewonnen? Dieses Jahr ist ja auch wieder WM in Russland. Ich bin da sehr gespannt, aber ich denke, um ehrlich zu sein, denke ich dieses Jahr nicht, dass die Deutschen gewinnen. Irgendwie nicht. Ich meine, wir haben ja alles verloren. Wir haben Manuel Neuer verloren. Wir haben den Schweinsteiger verloren. Oder? Ja. Ich glaube, der ist schon länger weg, ne? Ha! Melissa! Da bist du platt, wa? Ich sehe nichts. Gott sei Dank kenne ich die Strecken eigentlich alle auswendig. Also fast alle. Ba, 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 ba. Ich frage mich immer nur, wie müssen die alle fahren, damit die Letzter sind? Fallen die hier mal runter oder so? Nein. Wie oft denn noch?
Aber natürlich gewinne ich das hier noch. Sieht zwar nicht so aus, aber ich gewinne es noch. Bam. Hey, guck mal, wie weit weg die sind. Okay. So, als nächstes. Ich habe eine Krone auf. Als nächstes drücke ich einfach auf, mal wieder zufällig. Ich kann ja. Das war ein Spaß. Ja, komm, ich will auch was sagen. Viel Glück! Los geht's. Oh, das war's schön. Schönes Spiel. Ich hab gewonnen, ja. Der ganz rechts oben sieht aus wie Stefan Raab. Also bei der Streckenauswahl oben. Okay, der zuckersüße Canyon. Ja, komm schon. Los, los. Bam. So. Jetzt aber schnell hier. Auf der Strecke hier, da darf nicht so viel getriftet werden, ja. Weil sonst kann man ja den Kuchen nicht mehr essen. Ist gut, dass mich das jetzt getroffen. Nein! Nein, was? Was macht ihr denn? Nicht driften! Der ganze Kuchen, ey! Jetzt bin ich an die falsche Strecke gefahren. Die Strecke hier kenne ich nicht. Schon sind wir wieder. Erster! Oh! Nimm das Doppel-Item mit. Nicht da rein! Was? Wer heißt der denn hier? Stick. Wicch. Ja, Wicch. Wicch. Was war das jetzt? Na, endlich kommt mal was Positives hier heute. Was? Nein! Nein, nicht an mich! Taylor, was machst du denn? Was? Nein! Nein! Boy by name. Und dann fährt der Stefan Raab. Raab. Der Stefan Raab, ne? Der Stefan Raab. Vierter, das gibt's ja wohl nicht. Komm, ich will mindestens. Fünfter! Ich will mindestens Dritter werden. MW müssen wir hier noch kriegen jetzt. Dritter. Ich bin ja schon Dritter. Ja, komm, ich werde noch Zweiter, oder? Wäre ich jetzt nicht in die Banane reingefahren? Komm schon. Nein, warum? Er hat da nicht getwiftet. Das gibt's ja wohl nicht. Jetzt hätte ich sie überholt. Hey, wie viele Punkte muss man, wie viele Stunden muss man denn da dran spielen, um 5000 Punkte zu bekommen? Das gibt's ja wohl nicht. Habt ihr gesehen, er hat 5000 Punkte gehabt. Als nächstes, ach komm, wir nehmen wieder zufällig hier.
Ich gebe mein Bestes. Los geht's. Das war nicht fair. Das war nicht fair. Das war nicht fair. Geh weg. Das war nicht fair. Jetzt hat der andere die Krone. Gibt's ja nicht. Bang. Bang. Okay, der Stefan Raab hat das Käseland. Kommt bitte zufällig. Na, wobei eigentlich ist mir egal. Nein. Die Strecke hatten wir erst in der letzten Folge. Taylor Gamer? Hä, hieß der nicht eben nur Taylor? So. Nein! Der Stick! Nein, warum hörst du einfach auf zu driften? Und wieso fährt er oben lang? Gut. Oh oh. Ich kann hier heute nicht richtig fahren. Aber das sieht ja schon gut aus. Was? Nein, nein! Hast du gesehen, wie die Bomben einfach da durch das Loch geschmissen haben? Hm. Was hat er da gerade gemacht? Nein, 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 nein. Okay, nicht da rein driften. Guck mal, wie viel Vorsprung ich wieder habe. Aber merkt ihr das? Das sind immer nur die schwierigeren Strecken. Eben Cooper Großstadtfieber und das hier. Ja, sind ja schon ein bisschen schwierigere Strecken. Vor allem, weil sie relativ am Ende eigentlich vorkommen. Und da schaffen die das auch nicht. Aber ich bin froh, dass ich noch nicht einmal vom Blitz getroffen wurde. Das nenne ich kein... Was? Ist da passiert? Nein! Komm her! Die Leute... Wie bitte? Was hat der für einen komischen Namen? Die Leute... Hä? Jetzt ist er stehen geblieben. Nee, der ist extra stehen geblieben. Ich hab's gewusst. Aber trotzdem kann er mich nicht einholen. Nein. Okay, vielleicht doch. Vielleicht doch. Nein, kann er nicht. Denn ich bin Erster. Und ich gewinne das Rennen. Sehr gut. Und da ist noch ein Pilz. Das ist mein epischer Sieg. Guck mal, der eine ist golden, der da ist schwarz. So, ich würde sagen, ein Rennen fahren wir noch. So, komm mal wieder zufällig. Mal wieder zufällig. Ich war andauernd zufällig hier. Danke fürs Spielen. Ich hau ab. Das ist mein letztes Spiel. Irgendwie sehen sich die Mies immer ein bisschen ähnlich, ja? Manche zumindest. Aber ich unterscheide mich einfach total von denen. Ja, ich gebe ja zu, mein Mii ist ein bisschen von LPM geklaut, ja? Von Let's Play Markus. So ein bisschen die Augen.
Knochentrockendünen. Okay. Gut. So. Er hört einfach mittendrin immer auf zu twiften. Was? Nein! Schreibt mir das mal in die Kommentare. Habt ihr eigentlich Bock auf Mario Kart 8 Custom Tracks? Also neue Fahrer oder neue Charaktere, die halt da reingemoddet wurden. Schafft ihr es übrigens, da oben drauf zu kommen? Ich glaube, ich habe das mal einmal geschafft. Weg da, weg da! Diese Strecke erinnert mich immer ein bisschen an, wie heißt denn das, Sonic and Sega All-Stars Racing. Da gibt es ja auch diese eine Strecke, das ist Karnevalland, oder? Karnevalland ist das, glaube ich. Da habe ich mal auch ein Let's Show zu gemacht. Irgendwann 2016, Anfang 2016. Oder habe ich irgendwie noch gesagt, als ich dann einen Cup gewonnen habe. Ach ja, 2015 war einfach ein wunderschönes Jahr. Oder so irgendwie was wegen der Musik einfach. Ich fand die einfach so episch und irgendwie. Ich weiß nicht. Jetzt kommt der Blitz, wirklich. In der letzten. Auf der letzten Strecke. Er hätte auch ganz wegbleiben können. Hätte ich wenigstens eine Folge mal gehabt, wo ich mehr oder weniger gut gefahren bin. Außer auf der ersten Strecke. Der ersten Folge. Nein. Ich wollte cut. Ich wollte cut twiften. Ich wollte gerade twiften. Das Money. Hieß der eben nicht noch anders? Achso, da ist ein anderer. Ja, das kommt davon, nicht so göttlich sein. Nein! Nein! Okay, ich hab nichts gesagt. Es kommt auch um dieser komische Design noch. Ich hab den Pilz verpasst. Nein, wenn die jetzt noch gewinnen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, ja. Freunde, dann würde ich schon mal sagen, das war doch mal eine gelungene Folge, endlich mal wieder. Na gut, die letzte Folge war endlich auch gut, ich muss mich mal hier strecken. So. So, dann würde ich aber sagen, wir gehen wieder zurück. Nein, ich verlasse das jetzt. Ja. Nee, komm, das Bild will ich nicht. Das ist besser. Freunde, so, in der nächsten Folge geht's dann natürlich weiter mit dem gespiegelten Cups. Also morgen. Oder morgen? Ja, morgen. Ja, also seid gespannt auf die nächste Folge Mario Kart 8 Deluxe. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ah ne, morgen kommt keine Folge. Morgen nicht.